bin am Vorbereiten von Znacht für Künstler. Heute Abend haben wir zwei Künstler zu Besuch. Wir kochen jedes Mal für alle Künstler und für das ganze Team. Gerade Znacht ist natürlich ein tolles Mittel, um Künstler auch persönlich kennenzulernen. Und Büroarbeit ist primär Ticketvorverkauf. Das machen wir alles selber. Also es ist eigentlich wirklich vor allem Rechnungen verschicken und dann betreut man Künstler. Und am Schluss macht man die Abikasse und betreut in dem Sinne noch Kunden. Ich würde sagen, La Capella ist eine Welt, die sich um mich herum gebildet hat in den letzten 20 Jahren. Ein grosser Teil davon ist von mir bestimmt, aber es ist eine grosse Familie, die es ausmacht. Also es ist nicht eine einzige Person. Wenn wir so ein Firmenfest machen, einen Ausflug zusammen, die sind immer so um die 25 bis 27 dabei. Aber es ist ein Zuhause. Es ist ein ganz wichtiger Teil von meinem Leben, den ich hier verbringe. Zwiebeln müssen schon sein, sonst wird es nicht so küstig. Also zum einen haben wir hier innen ein kleines Erweckungserlebnis an meinem Geburtstag im Jahr 2003, wo wir wirklich frisch angefangen haben mit dem, was wir machen. Und da innen war es voll und wir haben unser Stück gespielt und haben plötzlich gemerkt, ui, das könnte ja funktionieren, was wir hier machen. Also von dem her habe ich einen mega Bezug zu dem Ort. Und seitdem ist es einfach immer wie heimgekommen. Also es ist so sympathisch und so irgendwie warm da innen, Herz mit Herz erfüllt. Ich habe fast Angst, dass das nicht real ist, das alles. Das ist gesund wie ein Morgen. Ich habe doch etwas für dich, eine Kochshow im La Capella. Der Christoph ist ein Eichen. Wenn ich ihn jetzt so beschreiben würde, ist ein Eichen, der so einen Stamm hat, der in diesem Haus steht und wo man sich daran heben kann und wo das Haus zusammenhebt. Und der einfach ein mutiger Mensch ist. So, er hat ja selber mal in diesem Haus gewohnt, mit seiner ganzen Familie. Und unten Theater gemacht und oben gewohnt. Und hat sich wirklich so. Also gibt sich immer noch ganz hin, aber hat wirklich auch physisch da gelebt und so. Das ist schon sehr spannend. Heißt, aber kommt gut. Wow! Bei der Premiere gibt es noch schöne Blumen für Künstler. Kein Schweizer mehr. Aber bald hat die Schweiz eine mehr. Nein. Was nein? Nein, Schweiz hat keine mehr. Schweiz hat Berge. Toll, Anita. Ich erlaube mir zu sagen, der Mist ist geführt. Bald wird dieser hier deiner sein. Die können schon bei uns auftreten. Das sind oft sehr, sehr spannende Personen, die sich auch fest mit der Gesellschaft auseinandersetzen. Das finde ich immer sehr belebend und es ist jeden Tag anders, wo wir hier arbeiten. Sind wir Spatzen? Na ja, solange ein Vogel nicht abschießt. Wenn die Bombe platzt. Da fliegt also in die Luft. Auch die Katze. Auch die Katze. Oh, fliegende Katzen. Oh.
Also wenn man so fragt, sagen sehr viele, es ist ein bisschen wie heimkommen, sie fühlen sich wohl. Und das ist eigentlich eine unserer Hauptaufgaben, dass sich Künstler wohlfühlen. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, dass nachher auch ihre Leistung auf der Bühne optimal ist. Sitting here trying to get you out of my head.